Ja, als erstes haben wir Brave Story und dazu schauen wir uns einen Ausschnitt an. Ich bin wieder da. Halten Sie Ihre Atemwege frei. Behandlungsraum 3, Schwester. Ja! Mama. Mein Schicksal wird sich ändern. Wenn man jenes Tor durchschreitet, kann man seinen Wunsch erfüllen. Mama. Solches Schicksal zu erleiden, das ist nicht fair! Mama. Ashikawa, ich komme auch in die Welt jenseits dieses Tors. Ich werde es ändern, mit meinen eigenen Händen. Ich werde mein Schicksal verändern! Das war Brave Story. Ja, das war direkt noch ein Ausschnitt aus dem Anfang des Films. Mhm. Und hier auch nochmal für euch das Cover von Brave Story. Und das ist jetzt dieses Jahr brandneu auch als Blu-ray erschienen. Die DVD ist schon 2008 rausgekommen. Und hier geht es halt eben um den kleinen Jungen Wataru, der halt eben aus seinem normalen, erst sorglosen Leben wirklich auch gerade dann am Anfang schon viel mitbekommt, was vorher nicht der Fall war. Seine Eltern lassen sich scheiden und auch seine Mutter erkrankt danach halt eben schwer und muss ins Krankenhaus. Und das ist natürlich auch einiges, was er vorher gar nicht gewohnt ist und sein Leben, was sonst in normalen Ordnung war, gerade etwas aus der Bahn, Entschuldigung. Mhm. Und ja, da trifft er halt eben einen Mitschüler, der Mitsuru. Mitsuru. Und der zeigt ihm halt eben einen Weg, sein Schicksal zu ändern, indem er in die Parallelwelt Vision geht und dort der Schicksalsgöttin einen Wunsch halt eben dann, sich einen Wunsch erfüllen lässt. Ja. Und darum geht's grob. Er geht halt eben auch wirklich in diese Vision, diese Parallelwelt und will dort einen Wunsch eben verkünden, dass auch seine Mutter es wieder gut geht und halt eben sein Leben wieder die normalen Bahnen läuft. Und ja, er erfährt halt eben auch einiges, trifft auch seinen Klassenkameraden dort, der ebenfalls einen Wunsch hat und auch sein einziger Freund in dieser Welt ist. Aber er lernt auch andere Charaktere kennen. Ja, einige Abenteuer. Verändert sich so einiges für ihn, ja. Ja. Ja, also für mich war das auf jeden Fall, das wurde mir sogar auf Facebook von einem unserer Zuschauer auch vorgeschlagen, empfohlen, dadurch, dass die DVD halt auch schon länger raus ist und so. Ja. Und ich habe
ich habe mich wirklich, ja, ich habe echt Spaß gehabt, den zu gucken. Und es ist teils richtig gefühlsvoll und teils halt Action und hat so ein bisschen was Ghibli-mäßiges, so ganz kleines bisschen, so ein verträumtes, kindliches. Ja, und ganz kindlich, ja. Ja, vor allem das Kindliche eben. Und es hat mir also wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also danke für die Empfehlung. ja, also es hat also Storyteller-mäßig vielleicht nicht unbedingt was mega Revolutionäres oder Neues, also dieses in eine andere Welt hineinkommen und so. Ja. Ist halt nicht sonderlich was kreativ Neues, aber es ist halt sehr schön umgesetzt und sehr niedlich. Vor allem dieses aus einer kindlicheren Perspektive mal, statt halt, dass jemand dann halt erwachsen ist und dann irgendwie, weiß nicht. Ja, 10 Jahre alt ist er ja, ne? Der ist 10, genau. Und dementsprechend sind auch die Probleme seinerseits so dargestellt, finde ich. Also, dass seine Mutter ihm alles bedeutet, dass sein Vater ihm alles bedeutet, dass seine Familie so sein soll, wie es ist. Ja, bricht auseinander. Genau. Und ja. Ich finde, dass allgemein habe ich wirklich nichts dran auszusetzen, also so kritikmäßig. Man merkt aber manchmal schon, dass es auf dem Buch basiert und dass da wahrscheinlich wieder einmal ein bisschen mehr Material war, was dann halt auf einen Film komprimiert werden musste. Ja. Und ja, das merkt man vor allem, an einer Stelle gibt es eine Art Montage, wo er dann... Ja, Zusammenschnitt, was alles passiert ist in einem ganzen Zeitraum. Genau, also die ganzen Abenteuer sozusagen zusammengefasst. Und dann ist er in dieser Stadt, in diesem Land und so. Das Abenteuer. Genau, das war dann manchmal ein bisschen schnell. Mhm. Und aber sonst, also vor allem gegen Ende, ich sage auch keine Spoiler, aber da vergießt man dann schon so eine Träne oder mehr. Also das hat mich schon sehr berührt. Ich habe gemerkt, dass also bei der deutschen Version die Stimmen ein bisschen tief sind teilweise, also der soll 10 sein, hat eine ziemlich erwachsene, ziemlich erwachsene Stimme und ja, aber ansonsten, ja, also ich finde es echt gut. Mhm. Ja? Ich finde es auch toll. Ich habe die Empfehlung ja auch gelesen und bin auch froh, dass wir es jetzt endlich dann mal bekommen haben und ich fand es auch toll. Also ich muss mich den Tränen peinlichkeitshalber anschließen, aber es war echt ein schöner Film. Also wirklich. Es ist okay. Du darfst weinen. Okay, jetzt im Studio nicht. Nein, nicht jetzt, aber nee, wenn okay, du einen schönen gut, Film später wieder. Nee, aber es war wirklich ein toller Film. Wie du meintest, halt recht kindlich. Mhm. Aber ich gucke mir eh fast alles an und bin da sehr vielfältig. Also ich fand ihn echt gelungen. Obwohl er im Verhältnis zu den Ghibli-Filmen gerade wahrscheinlich schon noch eine etwas jüngere Zielgruppe anspricht. Ich finde, also Ghibli ist schon noch ein bisschen allgemeiner, also kann wirklich da noch mehr Zielgruppen erreichen. Mhm. Aber ich denke natürlich auch, allein schon wegen der Grundfanbase des Studios. Aber hier kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen, weil es, wie gesagt, schon ähnliche Zielgruppen anspricht, noch ein bisschen kindlicher ist, aber es ist trotzdem eine sehr schöne Story. Ja. Und gerade diese ganze Fantasiewelt ist halt eben auch wirklich schön ausgearbeitet, die Monster, und Designs. Bunt vor allem und diese kleinen Küken. Diese Viecher, die man sieht, also das werdet ihr dann sehen. Und also ich denke mal, dass es so kindlich ist, ist auch teilweise, weil die Hauptfigur sehr naiv rüberkommt. Und teilweise die Probleme sind am Anfang sehr präsent. Und dann kommt er in diese andere Welt und dann ist das so, oh, es ist bunt und ich bin jetzt ein Wanderer und ich muss jetzt diese Sachen machen. Und irgendwie vergisst er so teilweise so den Ernst der Lage eigentlich. Am Anfang und so. Schon, ja. Und das drückt aber, ich denke mal, dadurch, dass er 10 ist, denkt man dann so, ja, okay, er ist ein Kind, weißt du, klar, bunte Welt, neue Welt, wunderbar. Dann ist das auch verständlich, also es ist halt... Aber es ändert sich auch alles im Laufe der Geschichte und es wird halt eben noch ein bisschen ernsthafter, wie du schon meintest, sonst müsst man wahrscheinlich auch teilweise nicht weinen. Aber es ist halt eben eine sehr interessante Wendung und deswegen auf jeden Fall sehenswert und das dürfen wir natürlich jetzt auch nicht verraten, weil sonst der Film schon erzählt ist. Genau. Ja. Ja. Das war auf jeden Fall Brave Story. Auch noch ganz kurz preislich, falls ihr euch das fragt. Also die DVD ist, wie gesagt, halt eben schon 2008 erschienen und liegt momentan ungefähr bei 10 Euro. Und die Blu-ray momentan bei 23 Euro, ganz frisch. Aber Top-Bild, also Umsetzung sehr gelungen. Mhm. Ja. Dann hätte ich noch einen. Ups, genau. Wir haben als nächstes Kämpfer für die Liebe. Und da gucken wir uns auch als erstes mal einen Ausschnitt an. Was denkt ihr über Kaede? Raus damit! Ich finde, sie sieht wirklich zum Küssen aus. Sie schien völlig vergessen zu haben, was gestern passiert ist. Oder hat sie uns nur getäuscht? Und sie hat sich noch lustig über uns gemacht. Tja, ob so oder so. Eine Frage, die gestellt werden muss. Ja, aber... Wem denn?
Aber das ist doch... Der Prototyp von uns Gedärmkuscheltieren, unser Vorfahre also. Der Brandopferlöwe. Der alte Opa, der fast den ganzen Tag über schläft. Essen etwa schon fertig? Ich will sämtliche Infos über Kaide Sakura von dir haben. Kaide Sakura? Nun ja, sie ist eine wirklich bezaubernde Schönheit. Ja, das ist doch aber wahr. Ist Kaide vielleicht der Moderator? Der Moderator? Ja, warum das denn? Oder wird sie vom Moderator manipuliert? Du meinst so wie eine Marionette? Und wenn man genauer hinschaut, entdeckt man vielleicht die Fäden. Die Fäden, an denen sie hängt und rumwackelt. Weck mich bitte wieder, wenn das Essen fertig ist. Wenn man sich's überlegt, kann sie der Moderator sein. Oder sie gehört zu ihm. Ja, aber warum? Weil in der normalen Kaide noch eine andere steckt. Jedenfalls wird mit dieser Annahme doch einiges viel verständlicher. Eine multiple Persönlichkeit? Das könnte sein. Wir sollten abwarten, was sie als nächstes macht. Aber seht euch vor, es könnte am Ende sein, dass der feindliche Teil in Kaide sich als ihr wahres Gesicht entpuppt. Ja, kapiert. Ach, Kaide sieht aber, wenn sie kämpft, absolut cool aus. Dann bis später. Ja, das war Kämpfer für die Liebe. Also das ist die OVA zur Serie, wo es schon 4 DVDs von gibt. Genau. Und, DVD und Blu-ray. Und Blu-ray, sorry, ich sage mal DVD, aber es gibt es natürlich auch als Blu-ray. Wir wechseln uns sie ab. Ich glaube, die Blu-ray, mit Kiko dann die DVD. Ja, so ist es. Also für die, die die Serie noch nicht kennen, wir haben zwar schon mal darüber geredet, es ist halt so, dass... Moment, ich muss mal ganz kurz schauen. Natsuru Senno ist ein Junge und wacht eines Tages auf und findet sich als Mädchen wieder und hat dann ein blaues Armband und ist halt als Kämpfer auserwählt. Und das Problem ist allerdings, dass Kämpfer nur weiblich sein können. Das heißt, jedes Mal, wenn er kämpfen muss, verwandelt er sich in ein Mädchen. Und da gibt es, wie gesagt, das ist eine ziemlich populäre Serie. Mhm. Und da gibt es schon 4 DVDs zu und das ist jetzt die OVA dazu. Genau. Und da sind also 2 Episoden drauf und es fällt mir ein bisschen schwierig, das zusammenzufassen, denn die erste Episode davon wäre ein bisschen spoilerisch, wenn ich da so erkläre, was da passiert. Für die, die die Serie eben noch nicht gesehen haben, ich möchte halt keine Spoiler hier sagen. Ja, eine Ergänzung dann. Genau, also die erste Episode setzt genau da an, wo die 4. DVD aufgehört hat. Und also es passieren ein paar Dinge mit dem Antagonisten. Und gibt es halt wieder Battle und auch lustige Momente und so. Und die 2. Episode ist eher so eine alleinstehende Sache, wo dann die Natsuru sich einen neuen BH kaufen möchte und dafür dann halt einen Job sucht und dann findet. Und dann gibt es da alles mögliche Verwechslungsgeschichten mit Dates und Shizuku. Ich glaube, Shizuka heißt sie, ne? Ja, so viele Namen, so viele Charaktere, die hier so rumtrickst und ihn irgendwie austrickst und so. Ja, ja. Ja, also ihr habt es bestimmt mitgekriegt, das auch letztes Mal habe ich gesagt, das ist nicht so mein Fall. Auch die andere, also die gesamte Serie habe ich jetzt auch gesehen. Die OVA finde ich persönlich nicht so doll wie die Serie. Also die Serie habe ich mir trotzdem angeschaut. Ich habe auch immer wieder gelacht. Auch wenn, wie gesagt, Harem ist nicht mein Fall und so. Aber es nimmt sich halt nicht so ernst. Und man kann es halt, ne, der das eigentlich nicht mag, kann es trotzdem gucken, ohne halt, na, so. Bei dem hier fand ich allerdings, dass das extrem wie Filler-Episoden rüberkam. Vor allem, was mich gestört hat, war, dass der Humor anders war. Also der Humor in der Serie war sehr teilweise dreckig, aber lustig und witzig und ein bisschen locker und leicht gehalten. In dem hier war es teilweise peinlich. Also da habe ich geguckt und dachte so... Ja, ich fand das auch so? Wirklich auch. Ja. Es war wirklich halt eben gerade in der Serie, wie du meintest, es war alles, ich meine, es war pervers schon alles angehaucht, aber es ist wirklich halt eben das, was auch die Serie, denke ich, ausmacht. Genau, das soll es halt sein. Und das fand ich auch in der Serie sehr gut gelungen, weil es halt eben wirklich immer... Wie du meintest, eben, die haben sich selbst nicht ernst genommen irgendwie. Das ist halt etwas, was auch das Genre unterstützt. Es ist halt eben Comedy-Erotik und es hat hier wirklich sehr gut in der Serie gepasst. In der OVA fand ich auch, dass es da schon etwas zu übertrieben war. Wirkt halt eben wirklich so wie eine Filler-Episode, die halt eben hier leider nicht ganz so gut gelungen ist. Es ist
wirklich auch dann als Einsteigerwissen schwierig hier reinzukommen, weil eben die ganzen Charaktere hier schon genannt werden, die durch die vier DVDs vorher schon sich eher etabliert haben. Konnten. Genau. Ja. Also ich glaube auch, dass das auf keinen Fall für neue Fans oder zum Gewinnen von neuen Fans gedacht war. Also es ist ganz klar Fanservice. Es ist für die Fans, nur für die Fans. Und so kommt es aber auch rüber. Eben die Leute, die das eh schon mögen, werden wahrscheinlich sagen, es ist cool oder was. Mhm. Auch so ein Tick heißer von mir aus. Für mich ist das einfach zu viel gewesen. Es war ein Schritt zu weit, dass ich von, gegangen bin. Also das war absolut nichts für mich. Ja. So, leider. Ja, also hier auf jeden Fall, also wer da mal reinschauen will, am besten mit der Serie anfangen, nicht die Over, weil es wie gesagt auch eher eine Ergänzung dann ist und nichts mit der eigentlichen Handlung zu tun hat. Ja, also da ging es mir manchmal einfach zu tief unter die Gürtellinie. So. Ja. Und war dann nicht so schön. Ja, nee, kann ich mir auch gut vorstellen, gerade eben was auch die ganzen Charaktere betrifft, mit den weiblichen Verhaltensweisen, weiß nicht immer das Normalste. Ja, es sind halt auch alle Lesben und so aus irgendeinem Grund und naja, okay, aber das ist eine andere Sache. Naja, aber wie gesagt, also für Fans auf jeden Fall die Over sehr gut geeignet, aber für Neueinsteiger am besten dann mal einen Blick in die Serie werfen. Dann. Ja, auf jeden Fall. Ja, also das waren auch die zwei Anime für heute. Wir haben noch einen kleinen Tipp und zwar Guilty Crown 2 kommt demnächst auch raus. Das haben wir auch schon mal besprochen gehabt. Genau, das kam sehr gut an bei uns schon und ich denke auch bei einigen Zuschauern. Ja, da wir das eh schon mal komplett mit Clip da hatten, haben wir es jetzt diesmal nicht dabei. Aber ja, wir freuen uns auch schon darauf. Deswegen wollte man nur mal anmerken. Genau.